Hallo Stefan, du bist seit einigen Jahren begeisterter Radfahrer. Für dieses Jahr hast du dir ganz ein spezielles Ziel vorgenommen. Du wirst das härteste Radrennen Europas bestreiten. Was ist das Besondere? Also es handelt sich um das Race Around Austria. Das ist ein Non-Stop-Radrennen entlang der österreichischen Grenzen. Das wird nicht so wie im klassischen Sinn in einer Gruppe gefahren beim Radrennen, sondern jeder ist einzeln unterwegs. Es ist ein Betreuerteam mit dabei, das den Radfahrer durch Österreich navigiert und auch verpflegt. Das Rennen geht über 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter, die dabei zu überwinden sind. 2200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter, 5 Tage nonstop auf dem Fahrrad. Was macht da den Reiz aus? Also es ist ein Riesenabenteuer, die Komfortzone zu verlassen und sich körperlich und geistig solchen Strapazen auszusetzen. Aber das Besondere an dem Rennen ist dieser Team-Spirit, der entsteht, und den mag ich unbedingt erleben. Du kennst das Rennen ja bereits. Also 2014 habe ich dieses Rennen mit Mario im Zweierteam schon mal bestritten und dabei den 3. Platz erreicht. Und im vergangenen Jahr, 2015, durfte das Rennen mit der Alexandra Meixner, die ist die erste österreichische Siegerin bei diesem Radrennen gewesen, als Teamchef bei dieser Runde begleiten. Also du weißt genau, worauf du dich hier einlässt. Ja, ich weiß, auf was ich mich einlasse. Ich habe eine riesen Ehrfurcht vor dieser Aufgabe. Aber ich bin körperlich gut vorbereitet und ich habe ein sehr, sehr gutes professionelles Team, das mich begleiten wird, und das ist bei dem Rennen ganz, ganz wichtig. Bei so einem langen Rennen ist ja nicht immer alles lustig. Da kommen Phasen, man ist müde, alles schmerzt. Wie motiviert man sich da? Also grundsätzlich bin ich sehr ehrgeizig, Ziele zu erreichen, die ich mir selber gesteckt habe. Aber wie ich zuerst schon gesagt habe, ist das Team sehr wichtig, und genau in solchen Phasen, wo es vielleicht einmal nicht so gut geht, ist der Zuspruch und die Motivation, die vom Team kommt, eben sehr, sehr wichtig. Aber nicht nur das Team, sondern auch Motivation kommt durchaus von außen. Das heißt, viele Begeisterte sind auf der Strecke, die einem zujubeln, die einem Zuspruch geben, oder auch die das Rennen von zu Hause aus am Computer verfolgen und dann per Facebook einfach Nachrichten geben. Und das ist das, was einen gewissen Ansporn während dieses Radrennens hat. Aber für mich das Wichtigste ist, den Sinn in diesem Ganzen zu sehen. Und daher ist mir wirklich wichtig, auch einen sozialen Zweck damit zu unterstützen. Was meinst du damit? Wie kann das Radfahren rund um Österreich einen sozialen Zweck unterstützen? Bei meinen Trainingsfahrten habe ich ja sehr viel Zeit nachzudenken, und da sind immer wieder Gedanken, die im Kopf auftauchen, und mir ist sehr bewusst worden, dass ich mich bei diesem Rennen sehr anstrengen werde und es körperlich wirklich ans Limit gehen wird. Aber es gibt viele Menschen, die es im täglichen Leben einfach nur anstrengender haben, verschiedene Barrieren zu überwinden. Und darum ist mir wichtig, für diese Menschen pro überwundenen Höhenmeter 1 Euro zu sammeln. Das ist ja eine tolle Sache, und das freut mich sehr, dass du den Weg zum Rotary Club Zwettl gefunden hast. Wie kommt's? Mich beeindrucken die Werte, die die Rotarier vertreten, und vor allem, dass sie viele internationale, aber auch regionale Projekte unterstützen. Dabei kenne ich auch viele Leute, die bei Rotary in Zwettl Mitglied sind und mit dabei sind, und somit weiß ich, dass da was Gescheites mit dem Geld gemacht wird. Für mich war es toll zu erleben, wie ich die Idee vorgestellt habe, dass alle hellhörig waren und das sofort unterstützt haben und dann auch wirklich konkrete Projekte sofort vorgeschlagen haben. Danke, das ist auch tatsächlich so. Es waren von Anfang an alle Clubmitglieder begeistert, und wir haben auch tatsächlich 2 Projekte, die wir mit diesem Geld dann unterstützen möchten. Ein regionales Projekt, das betrifft das Förderzentrum in Grainbrunn. Das ist für Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 18. Lebensjahr, die mit mentalen und physischen Schwierigkeiten ihren Alltag bewältigen müssen und lernen müssen, mit ihrem Alltag umzugehen. Und ein großes Projekt, ein großes rotarisches Projekt, das den Distrikt 1910 und 1920 betrifft, also ganz Österreich betrifft, und zwar die Sektion Radsport des österreichischen Behindertensportverbandes, die mit diesen Geldern dann unterstützt wird. Ja, ich finde die Leistungen von beiden Organisationen wirklich auch beeindruckend und eine tolle Sache. Und das gibt mir dann im Rennen auch die Kraft und die Motivation, wirklich alles zu geben. Jetzt bleibt ja nur mehr die Frage offen, wie funktioniert das mit dem Kauf der Höhenmeter? Um 10 Euro kann man Bausteine mit 10 Höhenmetern kaufen.
Das geht bei allen mitwirkenden Rotary-Clubs, bei mir oder auf unserer Website. Man kann das anonym erwerben oder man gibt seine E-Mail-Adresse bekannt, dann informieren wir laufend, was vor dem Rennen oder während des Rennens passiert. Es gibt auch eine ganz besondere Idee, wenn jemand einen Berg kaufen will, zum Beispiel den Großglockner. Der hat 1203 Höhenmeter, der kann als Gesamter gekauft werden. Und da lassen wir uns dann wirklich speziell während des Rennens etwas einfallen für diesen Sponsor, der diesen Berg übernimmt. Ja, und natürlich ist jeder herzlich eingeladen, eine individuelle Spende auf das Konto zu überweisen. Gut, dann ist ja alles klar. Und für alle, die weitere Informationen haben möchten, die können sich diese auf unserer Webseite besorgen. Und eines ist mir noch wichtig zu sagen: Alle gesammelten Gelder gehen 1:1 in diese beiden Projekte. Die Kosten sind Eigenmittel und Sponsorgelder. Und in diesem Sinne bleibt mir dir nur mehr alles Gute zu wünschen und dass du diese 30.000 Höhenmeter gut bewältigst. Herzlichen Dank.